Hallo zusammen. Hier sind wir wieder, alle vereint, gemeinsam im großen Saal für die nächste Keynote. Ben, tut mir leid, ne? Ich laufe jetzt mal ein bisschen rum, weil ich will ja nicht in Suppenkoma irgendwie fallen oder so und mache dir ein bisschen Arbeit. Kurze Frage. Jeder von euch, der ein Learning heute mitgenommen hat hier bisher, der zeigt bitte mal einfach mit seiner Hand an, wie viele das denn so sind, die ihr bisher mitgenommen habt. Also mit den Fingern, ja? Habt ihr ein tolles Learning mitgenommen, das ihr implementieren möchtet? Dann zeigt ihr einen Finger. Sind es mehrere gewesen? Dann mehrere Finger. Ich will bitte einmal von jedem von euch eure Finger sehen, wie viele Learnings ihr bisher mitgenommen habt. Ja, ja, 3, 4, 5, eins. Okay, da müssen wir noch dran arbeiten. Dafür ist die Keynote gleich da, ne? Also, gut, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja, hoffen wir mal, dass wir am Ende von jedem von euch mindestens mal eine volle Hand sehen können. Die nächste Keynote, die euch heute hier erwartet, passt auch wieder zum Thema. Es geht um Führung, es geht auch um Tools. Diesmal ein bisschen eher aus der IT raus geprägt. Aber die Story, die wir gleich hören, das ist für mich eine der überraschendsten, die ich in den letzten Jahren tatsächlich so gehört habe, wenn es um Transformation geht. Sie ist für mich deshalb überraschend gewesen, weil es erstmal ja, eine Firma ist, die jeder vermutlich kennt in Deutschland, wovon ich auch so eine orangefarbene Ausgabe bei mir im Keller stehen habe. Ja. Und das Krasse aber an dieser Story ist, der tiefgreifende Change, der dort in dieser Organisation ja, mit 12.000 Mitarbeitern in den letzten Jahren jetzt stattgefunden hat. Das ist imposant in der Geschwindigkeit, das ist imposant in der Intensität, mit der dieser Change gemacht wurde. Und wir haben jemanden, der diesen Wandel mitgestaltet bei Viessmann und auch enabled letztendlich. Und ich bin sicher, ihr gebt mir nachher auch nochmal Feedback, sofern die App das zulässt. Ansonsten alle persönlich zu mir kommen und teilt einfach mal mit, wie ihr diese Story erlebt habt. Ja? Also seid bereit, euch überraschen zu lassen. Ich freue mich, eine der schönsten hessischen, kann man sagen, und auch deutschen Change Stories der letzten Jahre hier auf die Bühne zu bringen. Lieber Alexander, it's yours hier auf der Stage. Viel Spaß, Alexander Pöllmann von Viessmann. Ja, danke Paul und ein wunderschönes nordhessisches Mahlzeit oder wie wir das so schön bei uns sagen. Ich selber komme aus dem Sauerland, kleine Randnotiz. Ich darf mich recht herzlich begrüßen zur Story von uns, die wir so die letzten 4 Jahre jetzt mittlerweile durchlebt haben. Will euch nachher ein paar kleine Insights geben, was haben wir getan. Natürlich viel toolseitig, aber auch so an größeren Projekten, die auch teilweise wirklich Leuchtturmprojekte sind, wo andere Unternehmen tatsächlich noch vor der Herausforderung stehen. Mein Name ist Alexander Pöllmann, ich bin bei uns in der IT verantwortlich für alles, was so mit dem Arbeitsplatz zu tun hat. Erzähle euch nachher ein bisschen darüber, was ich gemacht habe in der Vergangenheit. Aber heute ist es so, dass, was kriegt der Mitarbeiter für ein Handy, für einen Rechner, für einen Monitor, wie sieht der Arbeitsplatz aus, welches Browser-Environment da drauf lassen wir laufen. Wir bewerten mit, okay, wie sieht der Virenschutz in Zukunft aus, wie stellen wir Client Security sicher. Wir gucken uns an, wie können wir bestmöglich den Mitarbeiter mit guten Tools unterstützen, seine Arbeit, seine Projektarbeit, Teamarbeit abzuwickeln. Ich würde aber erstmal mit einem anderen Bild anfangen, was unser Geschäftsführer auch vor, weiß ich nicht, 2, 3 Monaten mal hatte. Und ich fand das ziemlich inspirierend. Die Carly Fiorina, die war damals CEO von HP, die hat mal gesagt, if it can be digitized, it will be. Und wenn wir jetzt einfach den Fokus mal eine Ebene weiter nach draußen bringen und schauen uns an, zum Beispiel China, 82% der Handynutzer in China bezahlen mittlerweile mit ihrem Handy. Und das ist für die irgendwie normal. Gucken wir mal eine Ebene ein bisschen weiter zu uns. Auch da wird die Finanzbranche gerade ziemlich durcheinander gerüttelt von irgendwie Wirecard, N26, wir alle kennen die Stories. Aber ich selber auch so ein persönliches Erlebnis.
mein Opa damals irgendwie jede zweite Woche angerufen, hey, ich habe hier ein Problem im Fernseher, kriege nicht mehr den Receiver angeschaltet und den richtigen Eingangskanal und kannst du mal eben vorbeikommen. Ja, irgendwann diesen Sommer habe ich ihm dann einen neuen Fernseher beim Amazon Day bestellt, er total happy, schönes Bild, groß, aber das Coolste an der Sache ist, das Ding hat einen Sprachassistenten. Seitdem nie wieder was gehört von ihm. Und das als kleinen Aufhänger für, in welcher Welt bewegen wir uns eigentlich? Und für uns als, ich sag mal, Klimalösungshersteller ist es ja nicht nur irgendwie die Digitalisierung, sondern auch alles, was medial in den letzten Wochen, Monaten geprägt wurde, wie sich die Politik verändert. Und wir sehen halt einen ganz krassen Trend dazu, dass wir auch als Fiesmann darauf einzahlen, dass sich unser Klima in der Zukunft verbessert. Wir sehen heute schon, klassische Beispiele, dass das Great Barrier Reef beschädigt worden ist, dass die Pole schmelzen. Wir haben immer stärkere Hurricanes und wir sehen, dass die Wüsten sich ausbreiten. Was sehen wir aber noch? Wir sehen, dass sich die Population in den Städten in den nächsten Jahren weiter vergrößern wird. Das heißt, diese Landflucht wird potenziell immer größer werden. Und dadurch haben wir vor allen Dingen ein Problem, wo ich auch wieder aus eigener Erfahrung aus Asien berichten kann. Die Luftqualität in den Städten ist so schlecht wie nie zuvor. Und auch das müssen wir uns anschauen. Und als letzten Punkt, ich glaube, da sind wir alle auch von betroffen, Technologien wandeln sich, werden immer schneller, wir haben immer mehr disruptive Dinge, die auf uns einprasseln und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Gucken wir uns das Ganze mal an, auf die Vergangenheit, wir hatten irgendwie so industrielle Revolutionen, die erste, zweite, dritte, die waren hauptsächlich bestimmt immer von genau einer Technologie, die die industriellen Revolutionen wirklich geprägt hat. Aber wenn wir uns angucken, wie sich das heute verhält, wir haben hier auf der rechten Seite dargestellt, auf einmal total viele neue Möglichkeiten, die durch verschiedenste Technologien hervorgebracht werden. Und wenn wir ehrlich sind, stecken wir aus unserer Sicht halt eigentlich schon in der fünften industriellen Revolution drin, wo wir den Nutzen aus dem, was vorher in der vierten passiert ist, mit mehreren Technologien überlappend nutzen können. Wir haben heute schon künstliche Intelligenz, Augmented Reality, IoT, Smart Cities, Blockchain-Technologien und so weiter. Und da darf man sich die Frage stellen, war es das? Was sollen wir jetzt im nordhessischen Allendorf als Fissmann dagegen tun, dafür tun? Wie können wir auch amerikanischen Tech-Giganten, riesigen Firmen mit Milliarden von Kapital gegenübertreten und uns diesem Wandel stellen? Unser Purpose ist, wir erschaffen Lebensräume für zukünftige Generationen. Und das ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Unsere Lösungen sind dafür da, das Klima und auch das Wohlbefinden der Leute in Zukunft besser zu machen. Einmal plakativ. Wir haben drei Divisionen bei uns, die kümmern sich hauptsächlich einmal um das ganze Wärmegeschäft, also so das, was der Paul eben sagte, ich habe die Ausgaben im Keller stehen. Klassische Heizungen, die mittlerweile auch per App steuerbar sind, wo der Heizungsbauer schon eine Notifikation bekommt, wenn das Ding im Keller ausfällt, bevor ihr überhaupt merkt, dass ihr einen kalten Hintern kriegt. Dann haben wir Industrie-Solutions, ist halt so ein Gebäude, wäre klassischerweise ein Anwendungsfall für uns, könnte man total viel machen, PV-Anlage aufs Dach, riesen Dinger in den Keller reinbauen und noch mehr für erneuerbare Energien tun. Und was viele gar nicht wissen, wir haben auch einen sehr, sehr starken Bedarf nach Kälte. Den sehen wir auch, oder den Trend sehen wir immer mehr, weil wie gesagt, auch die Erderwärmung geht voran und vor allen Dingen in Märkten Asiens haben wir einen sehr, sehr starken Bedarf nach im Supermarkt eine Kühltruhe, große Kühlhäuser und so weiter. Und in dem Markt befinden wir uns auch und das aus der Historie geprägt. Wir haben 12.000 Familienmitglieder, weil wir ein Familienunternehmen sind, machen 2,5 Milliarden Umsatz, haben 120 Sales Offices weltweit und haben eine Exportrate von 54%. Aber das, was ich euch eigentlich mitgeben will, kommt jetzt.
gehen wir einfach mal zurück in das Jahr 2015, wo das Ganze angefangen hat. Oder die Frage ist auch, wie hat es angefangen? 1917 wurde Viessmann gegründet. Da war dann halt erstmal Heizungsgeschäft, klar, und dann ging das halt voran und man hat verschiedene, ja, ich sag mal, Weiterentwicklungen von Heizung über die Jahre vertrieben. Wir haben uns entwickelt, sind groß geworden und vor allen Dingen in den letzten Jahren unter dem Martin Viessmann und ja, sind da wo oder dahin gekommen, wo wir dann in 2015 gestanden haben. Und dann kamen irgendwie alle diese äußeren Einflüsse auf uns drauf und wir müssten uns dem stellen. Zusätzlich kam damals aber auch ein 24, 25-jähriger Maximilian Viessmann ins Unternehmen, die vierte Generation, der sich zu dem Zeitpunkt, und das war so ein Moment zum Schmunzeln, auf einem Managementforum Industrieunternehmen, Familienunternehmen, nordhessischem Allendorf, nur Manager, ja, Altersgruppe 30, 40, 50 plus, hat sich hingestellt. So, und das nächste Jahr wird das Jahr der Digitalisierung. Also, hey, wir verkaufen Heizung. Weißt du, was der da redet? Wie wollen wir das machen? Und dann ging das natürlich auch an die Mitarbeiter. Digitalisierung, was heißt denn Digitalisierung? Da wurden tausende von Begriffen in den Raum geworfen. Smart Heating, IoT, Cloud, Blockchain, wie auch eben schon erwähnt. Und eigentlich war es für keinen so wirklich greifbar. Was heißt es denn? Ein weiterer Punkt, Cultural Change, haben wir heute Morgen auch schon sehr starke Anknüpfungspunkte zum Jürgen. Ja, muss ich jetzt anders arbeiten? Muss ich jetzt nicht mehr meinen Vorgesetzten fragen, wenn ich das will? Wie sieht denn das jetzt aus? Ich möchte mal von zu Hause aus arbeiten. Ja, wir hatten noch keine Antworten zu dem Zeitpunkt. Cloud betrifft mich persönlich ganz besonders. Ja, ich kam damals ins Unternehmen auch, ja, auf meinem Rechner waren eigentlich keine Daten lokal und es war natürlich für mich. Hätte ich das einem bei uns in der IT erzählt, der hätte das Ding genommen und hätte gesagt, mit dem Teil darfst du nicht arbeiten hier. Damals unvorstellbar, seine Daten in die Cloud zu schieben, für mich irgendwie in dem Zeitalter total natürlich und so auch da ein ziemlich großer Culture Clash. Aber was vor allen Dingen war, war das Thema Angst. Angst der Mitarbeiter, wie geht das jetzt weiter, frisst uns die Digitalisierung auf, da sind auf einmal ganz viele neue Firmen, Google Nest und so, macht jetzt Smart Home und brauchen die uns überhaupt in Zukunft noch? Die haben Plattformansätze, da können wir ja gar nicht mithalten, wir sind nicht so klug wie die und all diese Dinge kamen mit in den Raum. Wir haben uns dabei hingestellt, oder vor allen Dingen das Team um Maximilian hat sich hingestellt und eine erste Digitalstrategie ausgearbeitet. Wo ich habe einfach mal ein paar Dinge mit draufgenommen. Smart Heating war ein Thema, also ich will meine Heizung mit einer App steuern. Der Heizungsbauer muss Zugriff per App auf die Heizung haben. Wir haben ein Innovationsmanagement eröffnet, also auch das, was der Jürgen heute Morgen gesagt hat, ja, gibt es auch ein Innovation Lab und Innovation Hub und alles, was damit zusammenhängt. Ein Hackathon haben wir gemacht, klar. People and Analytics, wir müssen uns um unsere Mitarbeiter kümmern, wir brauchen End-to-End-Prozesse und wir brauchen das Thema Workplace of the Future. Die Basis für alles waren aber tatsächlich die neuen Werte, die wir relativ schnell an unsere Mitarbeiter gebracht haben, um den Mitarbeitern das Gefühl zu geben, ihr seid daran mitbeteiligt, am Unternehmenserfolg in der Zukunft. Ihr seid maßgeblich dafür verantwortlich, wie wir in der Zukunft als Viessmann weitergehen. Aber wir stärken euch auch den Rücken und ihr kriegt keinen mehr auf den Deckel dafür, dass ihr jetzt mal eigenverantwortlich was entschieden habt. Um dann zu kommen, das wollte ich noch tauschen, auf das, was mich quasi zu dem Zeitpunkt so betroffen hat. Workplace of the Future, viele haben das auch gelesen, Viessmann ist zu G Suite gewechselt. Ja, ich war zu dem Zeitpunkt 22, auch nicht so viel jünger jetzt als der Max, aber stand dann auch da und sollte mich um das Thema Arbeitsplatz der Zukunft kümmern. Arbeitsplatz der Zukunft, ja, was heißt das? Hier 22 Jahre Notes-Kunde gewesen, alles schön um die ganzen IBM-Produkte aufgebaut, total hoch integriert, super standardisierte Arbeitsweise, aber so von mobil arbeiten, aus dem Zug meine E-Mails checken, mit einem VPN, der immer abbricht, hey, super, funktioniert halt gar nicht. Dann sind wir losgeritten und haben wir erstmal geschaut, okay, was gibt es denn da so alles am Markt?
Und irgendwie gab es dann nur zwei Produkte, Microsoft Office 365 und gab es noch die IBM Connections Cloud, quasi das Pendant von IBM. Und durch einen dummen Zufall sind wir dann irgendwie auf die Google Apps for Work damals noch gestoßen und haben einen Evaluationsprozess getriggert, den wir dann in der Firma mit Usern getestet haben, alle mitgenommen haben, alle gefragt haben, wie findet ihr das? Also immer so ein paar Key-User-Gruppen zusammengesucht. Und am Ende haben wir eine Empfehlung gegeben, wo wir gesagt haben, hey, wenn wir in die Cloud gehen, dann sollten wir einfach zu Google gehen, weil die sind da drin geboren und die Zusammenarbeit da drin ist super cool. 2016 kam die Entscheidung, ja, dann testet es doch mal mit 1000 Leuten. Ja, 1000 Leute, okay, kritische Masse. Aber nehmt auch die Bereiche, die hier besonders versteinert sind. Gut. Alles klar, Challenge accepted an der Stelle, sind wir losgeritten. Und haben uns mit den 1000 Leuten dann auseinandergesetzt, haben geguckt, okay, wie schaffen wir es, Daten zu migrieren, weil die wollen ja nicht mit einem leeren Postfach im neuen System starten. Die müssen ja ihren Kalender irgendwie auch da haben. Ach ja, und ach, die Netzwerkinfrastruktur, die war ja auch irgendwie so ein bisschen schwierig, da mit der Cloud zusammenzuarbeiten. Da müssen wir ja auch noch was tun. 2017, bis dahin, also in einem guten halben Jahr, hatten wir so eine Testphase, haben das quasi alles vorbereitet und haben dann die 1000 User auch umgezogen, haben dann kurz vor Weihnachten noch entschieden, ach ja, wir nehmen nochmal drei Verwaltungsräte mit drauf und gucken, ob es bei denen auch funktioniert über Weihnachten. Hey, war eine super Idee. Aber das Feedback war halt, von den 1000 Leuten, die konnten alle arbeiten, wir hatten die Prozesse stehen und haben dann Anfang 2000 oder Mitte 2017 entschieden, okay, wir machen das, wir gehen auf G Suite komplett. Und haben es dann geschafft, innerhalb von einem halben Jahr die komplette Firma quasi zu migrieren auf G Suite. Ende 2017 hatten wir über 10.000 User auf G Suite. Und was ich jetzt nur dazu sagen kann, ist auch das, was ich hier draufgeschrieben habe. Heute haben wir keine Probleme mehr, auf Unternehmensdaten zu kommen. Jeder kann mit seinem privaten Smartphone, mit seinem privaten Notebook ohne VPN sofort an seine E-Mails kommen. Er hat eine Zwei-Faktor-Authentifizierung vorgeschaltet, um einen Security-Layer noch oben drauf zu bekommen. Wir machen über 10.000 Hangouts-Meet, also Videokonferenzen. Das heißt, die Entscheidungsprozesse, die wir auch haben, hey, lass mal eben ein Meet machen, weil wir wollen das kurz abstimmen mit drei Leuten. Ja, dann kann der eine vom Handy dazukommen, der eine vom Notebook und der nächste Videokonferenzsystem, sind viel, 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 viel kürzer geworden. Wir haben heute, das ist auch mal so eine Frage, 3000 Microsoft Office-Lizenzen schon reduziert, aber das ist ein Prozess, das dauert. Also ihr könnt nicht sagen, ihr stellt auf G Suite um, und ihr könnt jetzt schön zusammen kollaborieren, das funktioniert und gemeinsam online, alles cool. Das heißt nicht, dass Microsoft Office morgen abgeschaltet ist. Das funktioniert de facto einfach nicht. Das wiederum stellt aber zu dem Zeitpunkt die Basis dar für ein anderes Projekt, was halt einen Riesenimpact in unsere Kunden hatte. Wir haben auf Azure die erste IoT-Plattform gebaut, wo wir es geschafft haben, halt diese Apps für die Kunden, dass ich meine Heizung steuern kann, aber auch für den Heizungsbauer, dass ich dann die Heizung meiner Kunden verwalten kann, rauszubringen. Wir haben heute über 100.000 Kessel connected, die aktiv quasi die ganze Zeit mit dieser Plattform kommunizieren. Deswegen sammeln wir auch irgendwie 20.000 Datenpunkte pro Sekunde ein. Ich meine, das ist beliebig, so viel wie der Kessel halt liefert, kann ich auch einsammeln und verarbeiten. Irgendwann wird es halt auch teuer. Wir können heute alle Kessel bis 2004 rückwirkend quasi an die Plattform dran anschließen. Also bis 2004, wenn ihr einen Fisman-Kessel habt, braucht ihr so eine kleine Box und dann könnt ihr euren Kessel quasi steuern. Schafft es dadurch sogar noch Effizienzen im Verbrauch zu heben oder erhebliche Effizienzen im Verbrauch zu heben. Und wir haben im letzten Monat unser eigenes Developer-Portal gelauncht, wo man die Möglichkeit hat, auch extern quasi dagegen zu entwickeln, gegen unsere Schnittstellen zu entwickeln, um weitere Anwendungsfälle für die Heizung quasi abzudenken. Warum sage ich die Basis? Diese Jungs, das war ein crossfunktionales Team, die haben vorhin nie was miteinander zu tun gehabt, die waren zusammengewürfelt wirklich aus allen möglichen Bereichen, die waren die ersten, die nach Scrum gearbeitet haben, und die brauchten ein Kommunikationsmedium, was nicht so war wie unsere alte Welt. Das war auch quasi die Pilotgruppe für die G Suite-Evaluation, weil das Einzige war, was ad hoc sofort in unserer Infrastruktur funktioniert hat, was denen super bei der Zusammenarbeit geholfen hat, wo die total happy waren, dass die sowas haben konnten zu dem Zeitpunkt, wo sie eigentlich nur Notes und Polycom-Videokonferenzsysteme und so ein Krempel halt gewohnt waren. Gehen wir noch ein Schrittchen oben drauf. Wir haben Asana bei uns eingeführt. Asana als, ich sag mal, Task- und Projektmanagement-Tool. Aber eingeführt ist eigentlich der falsche Begriff, also wirklich eingeführt haben wir Asana nicht.
Wir haben zwar über 5000 User da drauf, aber die sind irgendwie von alleine da drauf gekommen. Und von alleine heißt halt, ich melde mich mit meinem FISMAN-Account an, bin User und kann an dem partizipieren, was auf Asana quasi gerade abgeht. Wir haben das 2017 zum ersten Mal bei uns genutzt im Unternehmen und haben dann die gesamte Unternehmensstrategie da reingelegt. Und zwar so, dass quasi der Prozess der Unternehmensstrategie, die quasi zu exekutieren in das gesamte Unternehmen hinein und das gesamte Reporting nur noch über Asana funktioniert hat. Ja, wir haben Webinare dazu gemacht, aber so wirklich Change Management gab es nicht. Und es funktioniert irgendwie trotzdem. Wir kommen halt heute bei 20.000 Tasks am Tag an und vor allen Dingen halt auch 10.000 Kommentaren, die irgendwie an die Tasks drangeklatscht werden. Das heißt, die Kollaboration, die Transparenz hat sich maßgeblich bei uns verändert im Unternehmen. So, 4 Jahre später, wo stehen wir? Ostern dieses Jahr war nochmal ein ziemlich kritischer Zeitpunkt für uns. Das ist auch, das meine ich mit Leuchtturmprojekt. Wir haben dieses Jahr unsere SAP R3-Plattform auf SAP S4HANA migriert. Und das ist heute die größte S4HANA-Plattform von SAP, die weltweit läuft. Also in der Industrie. Wir haben 18 Monate für das Projekt gebraucht. Es waren 18 Monate, wo wir vor allen Dingen am Anfang technisch erstmal diese alten Datenbanken, Oracle gegen HANA-Datenbanken austauschen mussten, aber dann uns anschauen mussten, okay, wie sind denn unsere Prozesse und wie sollen die Prozesse in Zukunft sein und wie schaffen wir es auch innerhalb von einem Wochenende, 30 Milliarden Datensätze so zu transferieren, dass nach dem Osterwochenende in diesem Jahr am Dienstag die Arbeit ganz normal weitergehen kann, wir ausliefern können, wir produzieren können, weil alles dran hängt. Und auch für die wiederum die Basis war es, ein vernünftiges Toolset zu haben, cross-funktionale Zusammenarbeit, gute Kommunikation. Und so hat es dieses Projektteam geschafft, quasi da auch wieder einen Schritt in eine Plattform für die Zukunft zu legen. Wo stehen wir heute mit unserem Arbeitsplatz? Das ist noch so eine kleine Diskussion zwischen Paul und mir. Wir haben uns dafür entschieden, einen Großteil von unserer Arbeitsplatzinfrastruktur quasi auch komplett mobil zu machen. Also, dass der Mitarbeiter, wenn er mag, sich einfach an jedem Arbeitsplatz quasi andocken kann. Und wir sehen vor allen Dingen die Tendenz im ganzen Arbeitsplatzkontext, dass immer mehr Applikationen in Richtung Browser gehen. Das heißt, ich muss mir irgendwie nicht mehr lokal irgendwas installieren, sondern ich rufe halt irgendeine URL auf, mail.google.com, bin auf Google drauf, kann meine E-Mails abrufen und asana.com habe ich alle meine Tasks und jira.fisman.com bin ich auf Jira drauf und so weiter. Dafür brauche ich ja gar keine Windows-Client-Installation mehr, brauche kein Management mehr dafür, wo ich die ganzen Softwarepakete verteile. Release-Updates brauche ich nicht immer auf die Rechner spielen. Deswegen haben wir uns entschieden, Chrome OS als eine Plattform für die Zukunft auszuwählen, weil die Geräte halt enorm günstiger sind, verglichen mit Windows oder MacBooks, aber auch vor allen Dingen im Management total einfach sind. Ich logge mich mit meinem Google-Account ein, dann muss ich meinen zweiten Faktor eingeben, bin sofort drinne und habe alles da, was ich brauche zum Arbeiten. Vor allen Dingen, wenn ich die Leute von früher sehe, die haben jetzt auf einmal die Möglichkeit, das Ding mit nach Hause zu nehmen. Sie können mobil arbeiten, sie haben einen sicheren Arbeitsplatz und sind total happy damit, dass so ein Gerät auf einmal irgendwie 10, 12 Stunden Akkulaufzeit hat und zwar nicht nur auf dem Blatt Papier. Deswegen habe ich es auch extra nochmal mit unten drauf genommen. Und wir erhoffen uns halt in der Zukunft einen wesentlichen Load quasi unserer Applikationen in Richtung Browser zu bekommen, um sie auch alle darauf betreibbar zu haben. Was waren unsere Learnings so über die Zeit? Vor allen Dingen Kommunikation. Das ist das, was man gefühlt immer mehr machen kann. Also wo man jedes Mal nach jedem Projekt so denkt, ich hätte ja noch das mitgeben können, dann wäre das nicht aufgetreten. Wenn ich mir die G Suite-Einführung angucke, war zum ersten Mal, dass wir irgendwie so groß ins Unternehmen reinkommuniziert haben. Unsere Unternehmenskommunikation hat uns ein gutes Tool damit an die Hand gegeben, womit wir sagen konnten, ey, da erreichen wir alle Mitarbeiter, haben immer alle up-to-date, so steht's, das sind unsere Risiken. Das sind Dinge, die vielleicht auch noch nicht funktionieren. Aber wichtig ist, dass der User Bescheid weiß. Und
das Kommunikationskonzept, was bei dem S4-Rollout quasi vonstatten ging, war halt nochmal eine ganze Nummer ausgeklügelter, weil ich halt 6000 User ja wirklich so über ihre Prozesse unterrichten musste, dass sie irgendwie donnerstags die Transaktion XY und freitags dann den Dienstag danach YZ nutzen mussten. Die musste ich halt noch viel mehr abholen in dieser Geschichte. Und ohne, dass ich ein vernünftiges Kommunikationskonzept habe und die User quasi immer up-to-date halte, Videos anbiete, wo sie sich reinlesen können, wo sie die Informationen auch finden, habe ich keine Chance, solche Projekte durchzuziehen. Dann noch was mir immer wieder auffällt. Wir haben auch häufiger immer Referenzgespräche zu, wie habt denn ihr das gemacht? Wie war das bei euch? Wie liefen die Entscheidungsprozesse? Und was mir immer auffällt, wir denken darüber nach und wir haben uns das jetzt mal angeschaut. Kann man das denn wirklich machen? Wir wollen das nochmal evaluieren. Wenn ihr ein Jahr lang evaluiert, ist das Feature-Set von dem einen Tool um 25% gestiegen, von dem nächsten um 35%. Keine Chance. Also irgendwann musst du das angehen. Irgendwann hast du keine Chance mehr, da drum rumzukommen, sondern musst jetzt sagen, wir machen das jetzt und wenn es halt in einem Jahr scheiße ist, dann machen wir was anderes. Also du hast nicht mehr die Chance, hinter diesen schnellen Entwicklungszyklen hinterher zu hinken und zu sagen, wir evaluieren noch mal ein Jahr. Das bringt euch überhaupt nichts aus meiner Sicht. Sondern irgendwann muss es getan werden. Und zuletzt, das Bild habe ich 3-4 Wochen nach quasi dem 2017, Ende 2017, habe ich gesagt, Anfang 2018 mache ich eine längere Auszeit. Also eine längere Auszeit, mal 4 Wochen wirklich Urlaub, weil war dann auch notwendig. Und bin dann irgendwie in Thailand am Strand flaniert und irgendwann kam eine Bar, dann hatten die dieses Bild. Ich dachte so, das trifft irgendwie auf das, was wir in dem letzten Jahr getan haben, was eigentlich total Banane war und wo man sich wirklich fragt, das, was wir geschafft haben, war großartig und war cool und das Team dahinter war mega gut und hat einen mega guten Zusammenhalt gehabt, aber irgendwie war es doch alles ein bisschen crazy, was wir gemacht haben. Das heißt, auch da wieder die Kommunikation, das Team mitzunehmen, die Mitarbeiter mitzunehmen, ist aus meiner Sicht einer der wesentlichen Erfolge und auch der treibende Faktor, dass ihr eure Projekte zum Erfolg macht. Danke.